Начинаем нашу воскресную радиопередачу с добрым утром. Маменька, маменька, куда их вас? Алло und привет aus Kaliningrad. Vor ein paar Tagen erhielt ich nette Zeilen über die Kommentarfunktion von YouTube. Eine Dame, Jahrgang 1938, schrieb mir: Als gebürtige Königsbergerin verfolge ich schon längere Zeit Ihre netten Beiträge aus Kaliningrad. Könnten Sie für mich den Weg vom Hauptbahnhof bis zur Bücherstraße noch einmal gehen? Ja, warum nicht? С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром и с хорошим днем! А сделать так, чтобы он был по-настоящему хорошим, это ведь в наших с вами руках. So, hier ist eigentlich die Krasnoarmejska ja schon zu Ende und ich soll jetzt rechts abbiegen. Aber da steht ein Haus. Rechts abbiegen. Schauen wir mal. Gehen wir mal am Haus links vorbei. Ja, also hier bin ich ganz bestimmt nicht richtig, denn das ist schon die Ulica. Auch nichts mit rechts abbiegen. Das ist wieder die Ulica Bagationa. Laufen wir mal ein Stück zurück. Vielleicht ist da irgendwie. Das sind alles Neubauten hier, also Nachkriegsbauten. Wahrscheinlich hat sich die Struktur der Straße doch etwas geändert. Ja, versuchen wir hier nochmal. Aber das ist ein neuer Fußweg hier. Und linke Hand und rechte Hand, alles Bauten aus der Nachkriegszeit. Ja doch, ist ja noch altdeutsche Bausubstanz, eindeutig. Und dann schauen wir mal, laufen wir mal hier lang. Ich schau mal, ob die Karte hier steht, Ulica Balchai Bisochnaya. Und dann schauen wir mal, wenn ich zurück bin im Office, wie die Straße dann zu deutschen Zeiten lief. Ja. Ja. So, und hier geht's jetzt rechts ab. Aber nee. Sie werden wahrscheinlich enttäuscht sein. Hier laufen noch Straßenbahnschienen. Allerdings ohne Straßenbahn. Und wie gesagt, links und rechts nur Bauten aus der Nachkriegszeit. So, hier haben wir vielleicht noch ein Gebäude, was bei Ihnen irgendwelche Erinnerungen wachruft. На немецких фотографиях вот с этой стороны стоит еще один дом. Так. Точно так же такой же высоты был. Вот. Но сейчас тут, видите, ничего нет, ничего не осталось. Угу. И за углом этого дома еще была пристройка. Так.
А вот дом, о котором вы говорили, это убрали после 45-го года или это во время войны? В 45-м. 45-м. Разломбили его. А, все. Mm-hmm. Вот он прямо стоял вот здесь. Mm-hmm. Вот так. Он сгорел дом. Mm-hmm. Но он остался целый, только крыша сгорела. И наши 50-е годы уже, не знаю в каком году точно, вот отец моей жены еще его восстанавливал, этот дом. Угу. И получили здесь квартиру. Так. Угу. Это так. А, все хорошо. Спасибо большое. Окей. Спасибо. Хорошо. Спасибо большое. Да не за что. Пасмурным днем вижу я синеву, не сравняться с тобой ни леса, ни моря. Тя, das war nun der Spaziergang durch die Bücherstraße, am Ende nach rechts abgebogen. Wahrscheinlich sind Sie etwas enttäuscht von dem, was Sie gesehen haben, aber das ist heute die Realität. Ja, das war's. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke, dass Sie mich begleitet haben. Ja, tschüss und Paka. Bis zum nächsten Mal.